So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute testen wir mal das Fantastic Fountains Sortiment von Comet und die einzelnen Fontänchen gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, dann sind wir wieder zurück, machen das jetzt mal auf. Das Fantastic Fountain Sortiment, oh, ganz kaputt gerissen hier. Naja, egal, ist sowieso Comet. Gut, dann fangen wir mal an. Hier in der Mitte haben wir hier ein Vulcano. Das wird wahrscheinlich ein Vulkan sein. Ja, das fühlt sich wohl so an. Genau. Das ist bestimmt so ein Überraschungsvulkan, wie Weko den auch hat. Als nächstes den China Feuertopf. Der sagt mir was, ich weiß aber nicht ganz genau, was für ein Effekt das ist. Da steht sogar drauf. Strahlen grüne Sterne oder Glitzersterne und leuchtende Silberfunken paaren sich zu einem Effektschauspiel der gehobenen Klasse. Oh ja, Komet wieder. Ja, weiter machen wir mit der Silberfontäne. Und nein, das ist keine 101 oder 1000 Silbertaler. Was steht hier drauf? Tolle Silberfunken und Glitzersterne. Das klingt doch eigentlich ganz vielversprechend. Ich kann euch leider nicht den Preis dazu sagen, weil ich habe das irgendwo bekommen. Ihr werdet leider noch auf das Video warten müssen, aber wenn ihr es seht, dann wisst ihr, dann haben wir hier die 1000 Silbertaler. Mir gefällt dieser Effekt allgemein von jeder Firma eigentlich wunderbar gut. Wow, das war gerade sehr gut gemacht. Und zuletzt haben wir hier die Silberblitzfontäne. Das hört sich jetzt erstmal nach Crackling an. Mal gucken, was uns jetzt noch hier der... Ja, keine Effektbeschreibung. Aber Blitz klingt erstmal nach Crackling. Aber egal, wir werden es dann sowieso sehen. Und jetzt, Leute, ohne weiteres Gelaber, sehen wir uns beim Test von diesem Sortiment. Bis gleich. So Leute, wir fangen jetzt an mit dem China Feuertopf. Das ist ja ganz lustig sogar, dass die hier noch das ältere Logo haben, Comet. Ja, und hier sogar noch ein richtig schönes altes Design. Aber damit fangen wir jetzt mal an. Das ist doch die Lünde. Ach, hier ist die Lünde. Sorry. Ey, bin ich ein Pyro oder nicht? Ich glaube nicht. Oh, süß. Weiter geht's mit der Silberblitzfontäne. Eine schöne Brenndauer hat das Teil, geil. Die Silberfontäne. Die Brenndauer geht auch richtig gut klar, sehr schön. Und jetzt machen wir die 1000 Silbertaler, weil ich habe ja gerade gesagt, dass die genauso aussieht wie so eine 1000 Silbertaler. Mal gucken, was die dazu sagt. Jo. Also die wollen ungefähr dasselbe. Und zum Schluss gibt es den Vulkan. Und wenn das Video vorbei ist, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und haut rein, Leute. Der war verdammt